Raffi, jetzt am Freitag geht's gegen die BG Hagen im zweiten Spiel der Rückrunde. Was erwartet uns? Ja, ein enges, hartes Spiel, davon bin ich überzeugt. Also spielen zwei gleichwertige Mannschaften miteinander oder gegeneinander, besser gesagt. Beide stehen punktgleich, beide haben die gleiche Offense, beide haben die gleiche Defense. Zwei gute Mannschaften und ja, ist sehr, sehr schwer zu sagen, wer gewinnen wird. Jan, jetzt am Freitag geht's zu BG Hagen. Was erwartet uns? Ja, Hagen ist punktgleich mit uns in der Tabelle. Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Die haben eine tolle Mannschaft, einen guten Mix aus erfahrenen Spielern und auch neuen guten Talenten. Ja, wird ein schweres Spiel zum Abschluss vor der Weihnachtspause. Wen hältst du für besonders gefährlich im Hagener Team? Den Namen weiß ich nicht, ist schwierig auszusprechen, ist aber nur die Nummer 5. Und dann eben Liggins, Huic, der ein junger Spieler, der fantastisch werfen kann. Und insgesamt, ja, toller Arbeiter, wenn er dabei ist. Ich weiß, man weiß nicht, ob der bei Phoenix ist oder nicht. Insgesamt eigentlich wirklich eine sehr, sehr gut besetzte Mannschaft auf mehreren Positionen, auf allen Positionen eigentlich doppelt besetzt. Also es wird ein harter Job. Was müssen wir besser machen in diesem Spiel als in den letzten Wochen? Ja, wie wir vielleicht auch letzte Woche festgestellt haben, uns fehlen einfache Punkte. Also wir machen es uns selber sehr, sehr schwer. Wir haben teilweise zu viele Ballverluste. Wir müssen gucken, dass wir unsere Chancen auch ergreifen und einfach auch schnell und einfache Punkte mitnehmen dabei. Was wird aus deiner Sicht den Unterschied machen in dieser Partie? Also bei so einem Spiel sage ich immer, es wird einfach auf die Tagesform ankommen. Wer einen besseren Drive hat, wer besser verteidigt, wer den besseren Spiel an dem Tag macht. Weil, wie gesagt, beide Mannschaften, schau es dir an auf der Tabelle, alles gleich. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, sie haben genügend Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können. Jeder von denen ist korbgefährlich, sie verteidigen gut, sie laufen, sie haben einfach eine gute Mannschaft.